nicht nur Freunde von Oldtimern, sondern von jeglichen Designklassikern. Eames, Mies van der Rohe, Cor, Tournee, Theo Baumann, um nur einige zu nennen, werden unser heutiges Ausflugsziel lieben. Das Parkhotel 1970 in Vielbrunn ist ein ganz besonderes Hotel, in dem man sich fühlt wie in seiner Jugend. Die später Geborenen erleben eine nie live erlebte Welt. Alle 10 Zimmer des Bungalows sind original ausgestattet. Das heißt, von der Tapete über die Accessoires und jedes Möbelstück spiegelt das Flair der 70er Jahre. Natürlich wurden die Matratzen der 1,90 Meter kurzen Betten und die sanitären Anlagen ersetzt. Und natürlich gibt es auch in jedem Zimmer ein modernes Fernsehgerät. Auf Komfort muss man also nicht verzichten. Das sind keine Fliesen, keine Tapete, das ist wirklich so ganz original. Eine Stoffbespannung. Als einziger Gast bewohnte James Last die Suite und das mehrmals, sodass die Suite folgerichtig nach ihm benannt wurde. Wo man auch nur hinschaut, ob Radio, Schallplattenspieler, Kopierer oder auch Fernseher und Fotoapparat, alles ist noch original erhalten. Das ist ein Kachelofen, wir heizen mit unserem eigenen Holz. Das Parkhotel verdient seinen Namen zu Recht. Im angrenzenden Garten fühlt man sich wie in einem Park. Großzügige Räume, stilechte Lampenschirme, schwere gemusterte Teppiche und Sitzgelegenheiten der 70er, wohin man schaut. Überall entdeckt man ein weiteres nostalgisches Highlight. Und wenn man sportliche Entspannung sucht, kann man ein paar Bahnen im Schwimmbad mit Originalinterieur ziehen. Danach noch ein kühles Getränk an der Bar. So lässt es sich doch leben, oder? Gerne vergisst man im Parkhotel 1970 die tatsächliche Zeit. Ups, sie ist schon rum. Belmont macht sich traurig und glücklich zugleich auf den Weg zurück nach Mannheim. Das Parkhotel 1970 ist übrigens europaweit das einzige original erhaltene Hotel aus seiner Zeit.